Ja, hier nochmal das Toni aus unserem zukünftigen Übungsraum. Hier waren wir früher schon mal drin. Ist halt noch alles leer. Steht noch ein kleiner Entlüfter bzw. so ein Feuchtigkeitsrausnehmer. Ja, und da steht's. Na, das ist das Alesis DMC MK2 Pro Kit. Ja. Jetzt kommen wir rum, ich zeige das mal so ein bisschen hier. So, mit anmachen hier. Mit 4 Toms, das sind 10 Zoll Toms, das sind 12 Zoll oder 12 Zoll Snare, ein paar Becken und ja, hier habe ich noch so einen provisorischen Tisch. Also, das sind die Kartons von den Boxen. Kann ich auch gleich mal einschalten. Das sind Aktivboxen. Na komm. Und die habe ich halt angeschlossen hier drüber, weil da geht unser Gitarrist dann noch mit rein, das Mischpult, und lässt seine Klampe dann auch darüber laufen. Und dann haben wir hier eine ausgeglichene Lautstärke. Und das ist auch der Grund. Moment, hier mal anmachen. Das ist auch der Grund, warum ich mich für ein E-Drum entschieden habe. Ich habe ja nun, ich spiele jetzt seit über 30 Jahren, spiele ich Schlagzeug. Und also wie gesagt, ich bin jetzt 47 und habe mit 13 mein erstes Schlagzeug bekommen. Habe davor schon ein bisschen rumgetrommelt, aber mein erstes eigenes habe ich dann halt mit 13 bekommen. So, und so lange spiele ich halt eigentlich akustisch. Zwischenzeitlich habe ich auch mal E-Drum gespielt. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Ich stelle mal hier die Kamera so ein bisschen ein. So. Habe mich jetzt dazu entschlossen, weil ich kann mit dem E-Drum, wenn wir aufnehmen wollen, unser Gitarrist hat ein kleines Tonstudio, da haben wir damals so eine CD aufgenommen, da habe ich noch mit akustisch Schlagzeug gespielt, da musste ich ein komplettes Mikrofonieren, also Mikrofone hinbauen und. Ja, und im Endeffekt haben wir am Schluss dann das ganze Schlagzeug nochmal getriggert und haben dann halt Samples draufgelegt für den Sound. Und das braucht man hier nicht machen. Hier gehe ich mit MIDI raus, einmal über Easy Drummer laufen lassen und dann läuft das, ne? Ja, ich setze mich mal eben da hin. Nochmal kurz hören. Also wie gesagt, hier kommt schon ein bisschen Terror raus. Ich habe jetzt mal nicht ganz so laut gemacht, aber dass man mal so ein bisschen hört. Hört man das natürlich nicht mehr. So, und das ist halt der Grund. Man kriegt hier halt geile Sounds auf Anhieb raus und ja, kann rumspielen ohne Ende. Und wenn wir jetzt aufnehmen, dann kann ich sagen, hier, ich mach mal, wir hauen das über Easy Drummer, hauen da geile Sounds drauf und gut ist. Und ich kann mit dem Ding alles machen, was ich mit einem akustischen Schlagzeug auch machen kann. Ja, Alesis, ich hatte schon mal ein Alesis, war damit sehr zufrieden. Klar, man kann auch einen Roland oder einen Yamaha kaufen. Yamaha vielleicht auch nicht unbedingt, aber so ein Roland in der Ausstattung, wie ich das jetzt hier habe, würde mich so locker 2.500 bis 3.000 € kosten. Ohne die Boxen. Der ganze Spaß hier hat mich 2.000 gekostet. Also ich sag mal, es ist schon ein Unterschied. Natürlich vielleicht ein bisschen qualitätsmäßig, aber ich sag mal, es ist wie bei Spyderco, Benchmade und Real Steel. Der Name kostet. Ne? Wenn jetzt hier mal Roland draufstehen würde, dann würde ich dafür wahrscheinlich das Doppelte bezahlen. Und ja, ich kann hier die Dinger abstoppen, habe zwei Zonen, hier zum Beispiel gerade einen Rundhound, da habe ich einen Splash draufgelegt und den Tom und hier auch.
Steiner. Ja, man kann halt etliches machen. Zwei Lämpchen drin. Ja, machen wir jetzt wieder aus. Und das wird noch alles hübsch gemacht. Da, 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 da. Zack. So, ja, Beleuchtung, wie gesagt. Da ist jeweils immer nur eine Lampe drin. Ich habe aber schon neue Birnen bestellt und weil da kommt so eine, kann man das sehen, so eine. Wo ist denn das Teil? Da, so eine Einsteckdinger, G10 oder so heißen die, glaube ich. Naja, und die kommen dann da rein und dann haben wir hier auch wieder vernünftig Licht. Ja, wie gesagt, das wollte ich euch ganz gerne mal kurz gezeigt haben. Und da gibt es sicherlich noch ein paar mehr Videos, wenn wir auch mal ein bisschen Mucke gemacht haben. Oder ich vielleicht auch mal was nachtrommel. Ich trommel mal ganz gerne noch mal ein bisschen so rum. Und spiele was von Anthrax, Metallica, Slayer. Ach, alles Mögliche halt. Spiele ich dann auch mal gerne mit. Und das kann ich halt auch über das Modul machen. Da kann ich dann halt mein Lappy zum Beispiel anklemmen und kann darüber noch Mucke laufen lassen, kann das alles darüber steuern von der Lautstärke. Ja, macht schon Spaß. Also mir gefällt das besser als mit einem akustischen Schlagzeug. Wie gesagt, da habe ich genug Erfahrung mit und ich wollte jetzt ganz gerne das wieder machen. Und selbst wenn wir mal Auftritte machen, ich habe alles dabei. Ich habe meine... Die Boxen, die reichen locker aus. Ich kann auch über eine fette PA einfach anstöpseln, fertig. Du hast keine Soundprobleme, du hast alles, was du brauchst. Ja, Freunde der Nacht, das war's erstmal. Und ich sage jetzt endlich mal für heute, macht's gut. Ciao, euer Stony.